Willkommen zu unserer Reihe Wissen in 5 Minuten. Heute das Thema Psychose. Psychose in 5 Minuten. Das ist meine Herausforderung. Meine Kollegen achten auf die Uhr und werden mir nach 5 Minuten den Saft abdrehen. Also, ich gebe mir Mühe und die Zeit läuft. Psychose. Was ist eine Psychose? Wie wird sie definiert und vor allem, was macht ihr Wesen aus? So wollen wir also zwei Dinge gegenüberstellen. Auf der einen Seite die Störungsbilder, die wir als nicht-psychotische Störungen definieren würden jetzt. Das sind Störungsbilder wie die neurotischen, die Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Hier finden wir quantitative Verschiebungen. Das heißt, Elemente des Psychischen, die jeder Mensch kennt, Angst oder auch Gedanken, die sich aufdrängen, diese werden hier einfach in der Menge, also in der Quantität lebensbestimmend und damit pathologisch. Das heißt also, wir haben eine quantitative Verschiebung, aber das Wesen dieser Menschen bleibt sozusagen dem Normalpsychischen sehr nahe. Beziehungsweise die Phänomene, die sich dort zeigen, kennt auch das Normalpsychische. Auf der anderen Seite die Störungsbilder, die wir als Psychosen definieren. Hier finden wir im Gegensatz zur erstgenannten Gruppe nicht nur quantitative, sondern qualitative Veränderungen im Wesen dieser Menschen. Das heißt, nur Psychosen vermögen es, das Wesen eines Menschen, sprich sein Denken, Fühlen, Handeln, Erleben, Wahrnehmen, sein Ausdruck, seine Bewegung, seine Art in der Welt zu sein, so zu verändern, dass sie gleichsam prinzipiell andersartig in Erscheinung treten, als es das Normalpsychische kennt. Also beispielhaft, in einem Raum, wo es nachgewiesenermaßen keine Reize gibt, hören Menschen mit einer Psychose Stimmen. Aus einer Wand, wo nichts nachweisbar ist, sehen sie Hände herausragen. Sie empfangen Befehle oder sie sind zutiefst davon überzeugt, Jesus zu sein oder mit Außerirdischen Kontakt zu haben. Das heißt also, hier finden sich abnorme Veränderungen des psychischen Apparates mit Dimensionen, die das Normalpsychische nicht kennt. Es ist also eine tatsächlich qualitative und damit prinzipielle Veränderung zum Normalpsychischen. Im naturwissenschaftlich-morphologischen Sinne werden vor allem die Störungsbilder, die wir als Psychose titulieren, als Krankheit im engeren Sinne oder als Krankheitsfolge beschrieben. Okay, das zusammengefasst bedeutet, dass wir im Rahmen einer Psychose folgende Phänomene beobachten können. Erstens, die psychische Veränderung ereignet sich in qualitativer Art und Weise und somit mit qualitativ abnormen Symptomen wie Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. Zweitens, durch diese Form der Weltwahrnehmung und Erfassung verabschieden sich diese Menschen von der Realität, die sonst als Norm, als vereinbarte Norm Gültigkeit besitzt. Das heißt, sie erleiden einen Realitätsverlust. Das heißt aber nicht, dass sie keine eigene Wirklichkeitsvorstellung haben. Die haben sie sehr wohl, nur eben eine pathologische. Das heißt, sie haben
oder sie bauen eine Privatwirklichkeit auf. Deshalb fühlen sie sich auch nicht krank, weil in ihnen, in ihrer Welt, ist sozusagen alles stimmig. Und das heißt auch, dass sie wenig oder nicht beeinflussbar sind von außen. Meine Zeit läuft ab, die letzten 10 Sekunden werden mir angezeigt. Psychosen also als qualitative Wesensänderungen des Psychischen. Das Psychotische, auch in seiner schizophrenen Ausprägung, kennt nichts Harmloses. Die Welt ist Bedrohung. Wie ist es bei Ihnen? Hoffentlich ganz anders. Und sollten Sie sich gerade auf den Weg gemacht haben, Medizin zu lernen, dann habe ich sogar etwas, was Ihre Welt nicht bedrohlicher, sondern hoffentlich noch schöner macht. Nämlich unsere Online-Vorlesungen. Unten im Text finden Sie die Links zu unserem Angebot und vielleicht sehen wir uns dort wieder.